Ja, herzlich willkommen zurück, Leute, bei Portal 2. Letztes Mal haben wir uns den Weg aus den unterirdischen, oder keine Ahnung, ob wir hier noch unterirdisch sind, jedenfalls aus dem alten Komplex von Aperture Science rausgekämpft oder rausgefunden. Und ja, dann sind wir gerade rechtzeitig eingetrudelt, um zu sehen, wie Weekly Frankenstein gespielt hat und hier komische Kreaturen gemacht hat. Und ja, Klaus hat auch einen schönen Plan ausgearbeitet, wie wir den Weekly jetzt besiegen. Und ja, gut, ich würde sagen, dann zeigen wir uns mal. Lösen wir dieses Rätsel. Ja, sage ich doch. Lösen wir das Rätsel. Ich wusste, du schaffst es. Hallo. Oh. Hallo. War, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage warte, sofort evakuiert. Das hatte ich doch repariert. Warnung. Kritische Reaktor. Was machst du da? Repariert. Hey, wie schön. Hört sich nicht repariert an. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Jetzt soll ich für dich testen, oder was? Na toll. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss Warum einfach sind testen. Hier überall Bildschirme? Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und gut, jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht... Warte, das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Eins von eins. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Mhm. Du hast einen Unterstrich bei Test vergessen. Beziehungsweise zwei. Es ist kaum vorstellbar, aber es gibt... Oh, ja. Gut gemacht. Also so schwer war das jetzt nicht. Das ist einmalig. Musst du schon mehr ins Zeug legen. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso machst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... ich guck dir dabei zu. Immer ja, denselben? Mir. Wir kommen aus diesem Teufelskreis nie raus. Immer denselben Los Test. Los geht's! Mach's einfach nochmal! Ja, den kenne ich ja jetzt schon. Und ja, zack. Und... Nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Dann musst du hier wohl was einfallen lassen. Welche Tests sein? Toll. Naja, dann. Tja, mein Paradoxonplan geht nicht auf. Ja, müssen wir uns was Besseres überlegen. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Das ist gut. Ach, hier haben wir auch schön Weekly Laboratories statt Aperture Laboratories. Ich habe mir diese Dings hier noch gar nicht richtig angesehen. Sind immer selber. Okay. Nichts Großartiges. Alles in Butter. Eins von 19. Neue Tests erfunden. Hast du erfunden? Nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Wow. Was für eine Neuerung. Naja, wenigstens haben wir jetzt Tests, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Mal sehen. Das sieht doch gut aus. Zuerst hier. Moment. Nö. Hier. Und da. Es ist
Moment, wie bekommen wir das jetzt runter? Wie kommen wir jetzt wieder runter? Kann ich da. Ja, kann ich einfach durchschießen. Oh, okay. Du gehst hier nicht weg. Du bleibst mir hier schön da. Na, hier hin. Ja, ein bisschen weiter rechts. Ja, perfekt. So, viel Spaß. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hol euch dann ein. Ja, es kann nicht schwer sein. Dein ganzer Bildschirm. Was? Ach so. Es gibt keine gute Nachricht. Warum sagst du, dass es eine gute Nachricht gibt? Willst du mich ja nicht verarschen? Warum denn nicht? Du bist allein. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Oh, ist er denn noch lösbar? Okay, wir wollen hier rüber. Vermute ich mal. Und da rein. Hui. Okay, das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, wir haben gerade unseren Tod besiegelt. Ja. Dann laden wir mal. Dann muss es einen anderen Weg geben. Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Ah, einfach sensationell. Kenn ich schon. Okay. Ah. Okay, was haben wir denn hier noch? Da müssen wir rauf. Und da müssen wir da runter. Wir müssen doch darüber. Ah, ich verstehe. Ah. Dann okay, hier das so. Dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Ja, wie denn? Egal, löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oh, ernsthaft, ihr gehört dem. Nach dem, was ihr mir angetan habt. Dann beschuldigt ihr auch doch mich, dass ich hier der Böse bin. Gut gemacht. Wer ist denn hier machttrunken? Was? Nein, du hast doch getan! Hihihihi. Gut gemacht, Gladys. Ja. Also langsam wächst mir Gladys ans Herz. Die süße kleine Kartoffel. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ah, schön. Und wie viele sind's? Ich komme. Noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und ausgerettet. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. 100? Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Warum fällt der erst jetzt ein? Du machst hier ein bisschen kaputt. Und los geht's. Sehr ja. Man merkt es gar nicht, oder? Nein. Ach, hier geht's nicht durch. Aber hier. Ha! Na komm, na, ein bisschen seitlich? Ja. Da. Ach schön. Ach, da kann ich nichts platzieren. Ja, dann wahrscheinlich so. Hier fällt das runter. Oh. Das fällt hier runter.
Okay, und hier ist jetzt... Ach nein, hier ist er. Dann komm her. Dann geht das hier hin. Du bleibst hier. Muss ich doch irgendwie umkehren können. Moment, wir speichern. Ach, ich kann hier einfach raus. Hoffentlich. Ja. Und dann... wie bekomme ich das jetzt hier hoch? Hier? Ah ja, hier. Moment, zuerst... Du bleibst hier, habe ich gesagt. Moment, zuerst müssen wir jetzt irgendwie... Nein, ah. Das müssen wir jetzt irgendwie... da reinbekommen. Hä, wo ist es hin? Jetzt bleibst du mal stehen. So, jetzt kannst du nicht weg. Oh, nun geht's los. Ja, gut. Was geht los? Konnt's nicht mehr lesen. Ach, ich muss darüber. Okay. Nein. Aha. Komm her. So. Wie habe ich das gemacht? Nein, Moment. Moment. Jetzt bleibst du mal nicht. So. Und hä? Bleibst du bitte mal? Ich glaube, ich bin gerade so dumm, das wieder rauszufinden. Oder sind die? So? Ja, so geht's auch. Und nein, nein, da, nein! Ah! Ah, so habe ich das gemacht, genau. Okay. Da. Jetzt muss es sich ausgehen. Schön, schön. Ernsthaft? Ernsthaft? So, jetzt aber. Herrgott. Mach mal, glaube ich, mir. Denke ich mir, bin ich wirklich so dumm. Ah, geht schon weiter. Oh, wie enttäuschend. No, finde ich nicht, finde ich nicht. Das passiert schneller als gedacht. Was denn? Es wird schon alles werden. Naja, ist schon klar, ist schon klar. Ladescreen. Lade. Oh, ich schon weiter. Teste weiter, ich suche nach einem Ausweg. Ja, such du nochmal. Ich tue das. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Ausbäckchen. Wow. Die Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Klar, das hält zu uns. Finde ich gut. Gut gemacht, das. Ah, okay, das kehrt das um.
Okay, und wir wollen das Ding hier kriegen. Aber um da rüber zu kommen, brauchen wir. Gibt's hier irgendwo? Nö. Um da rüber zu kommen, müssen wir irgendwie das so umkehren und dazu brauchen wir hier drüben den. Das Ding sieht da. Den Cube. Okay, dann kehren wir das mal um. Dann geht er da durch. Dann machen wir so. Dann geht er zurück. Dann kommt er darüber. Gut, dann nehmen wir uns den. Und dann können wir hier rüber. Zunächst den jetzt hier weg, dann können wir hier hoch. Und auch geschafft. Ja, das Bessere hast du nicht drauf. Test zu einfach, aber mich einen Schwachkopf nennen.